Und wenn ihr uns schwingt, wieder hier zu sein, das ist jedes Mal aufregend. Und man fragt sich jedes Mal, was tust du denn da eigentlich an? Aber es ist schön, hier oben stehen zu dürfen. Und ja, schön, dass wir alle da sind. Und ja, wie gesagt, jedes Mal spannend. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Der Titel dieses Abends heißt ja Lebenswege. Und Sie teilen heute Abend mit mir meinen Lebensweg. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich darf heute Abend Ihren Lebensweg mitteilen. Und das ist was Besonderes, was Schönes, dass wir heute Abend hier gemeinsam zusammen sein können und dürfen. Und ja, mit all den Gefahren, Ängsten und Freude, und die man so im Leben hat, ja, diese 2-3 Stunden gemeinsam beim Glas Bier sehe ich hier unten gerade, und irgendwo steht sicherlich auch Rotwein, verbringen zu dürfen. Und die Allee, ich weiß nicht, wer mein Plakat gesehen hat, das ist eine schöne Allee, die habe ich im Urlaub gesehen, auf Samsö, eine dänische Insel. Diese Allee, die geht so in Hügel, den Berg runter, und rechts und links diese Bäume. Und da ist mir die Idee gekommen, Mensch, das ist so wie Lebenswege. Man guckt da runter mit Höhen und Tiefen, und rechts und links sind die Bäume, die so, das sind die Freunde, die Verwandte, Bekannte, die so den Halt geben auf den Lebenswegen, die man geht. Und die Hügel, das sind halt die Höhen und Tiefen, die jeder so durchmacht in seinem Leben. Und so kam die Idee. Und wenn man sich umdreht und guckt die Allee zurück, dann sieht man auch Bäume. Und das sind dann die Erinnerungen, die man vielleicht hat an das, was mal war. Und naja, also schön, dass Sie da sind. Und das ist hier wie nach Hause kommen in die Jahnhalle, in mittlerweile mein Wohnzimmer, muss ich sagen. Ja. Wir haben Begleiter in unserem Leben, die sind eigentlich ständig da. Wir beachten sie nur ganz, ganz selten. Diese Begleiter, die geben uns Halt, die gehen mit uns durch dick und dünn, ob sie es glauben oder nicht. Durch dick und dünn gehen die, über Berge, Seen, Felder, durch tiefes Wasser, durch Sturm und Wind. Und ja, es gibt Menschen, die haben nur einen dieser Begleiter. Es gibt Menschen, die haben ganz viele. Ich habe eine Freundin, die hat sogar 24 dieser Begleiter. Und ja, sie sind immer dabei, ob wir im Bewerbungsgespräch sitzen und zittern oder ob wir ja mit der Freundin irgendwo oder mit der Ehefrau irgendwo schön spazieren gehen und ein Glas Wein trinken. Sie sind immer dabei. Und früher, so ich denke so in den 50er, 60er Jahren, wenn ich mich so erinnere an meinen Vater, der hat auch solche Begleiter gehabt. Und diese Begleiter hat er gepflegt und gehegt. Das macht man heute nicht mehr so, leider. Das macht man heute nicht mehr so, und deswegen, ja, wir treten eigentlich diese Begleiter immer nur mit Füßen auf unseren Lebenswegen. Und ja. Als ich vorging heute Morgen, meine Arbeit zu besorgen, als ich halbwach aus dem Hause trat, da stand, ausgedient und abgetragen, Gott verlassen sozusagen, ein altes Fachschuh verwaist am Straßenrand. Wer, so musste ich bei mir denken, mag die Schuhe wohl verschenken, der sie seiner nicht mehr länger würdig fand. Wer hat sie bis hier getragen? Und mir kamen tausend Fragen zu dem Los, das ich mit diesen Schuhen verband. Zu dem Los, das ich mit diesen Schuhen verband. Ich ging weiter, unterdessen das Bild konnte ich nicht vergessen. Diese Schuhe gingen mir nicht aus dem Sinn. Schuhe haben etwas Rührendes, Hilfloses, Faszinierendes, wenn sie so dastehen ohne uns darin. Gehen mit uns durch schwere Stunden, nur getreten und geschunden, auf unserem Lebensweg von Anbeginn. Können mehr von uns berichten als viel Worte und Geschichten. Und wo es das Schicksal will, führen sie uns hin. Und wo es das Schicksal will, da führen sie uns hin. Heute Abend
kam ich wieder an die Stelle und sah wieder, wo die Schuhe standen, doch der Platz war leer. Jemand war vorbeigekommen, hat sie dankbar mitgenommen, unter uns gleichgültigen Menschen ringsumher. Die wir blind vorüberhasten, gab es einen, den sie passten, den sie gut genug erschienen möge der. Wie ein Felsen fest drin stehen, wie auf Wolken darin gehen, auf dem glücklichen Weg, ich wünschte es ihm sehr. Auf dem glücklichen Weg, ich wünschte es ihm sehr.